Hallo, ich bin Stefan und mit meinen Hündinnen Akira und Atari und meinem Minicamper Kosmos überwintern wir dieses Jahr in Andalusien, wo wir schon seit 3 Wochen hier auf diesem Platz stehen. Ja, jetzt sind wir angekommen hier an dem Parkplatz und da holen wir die Vanessa noch mal ab, die ja letzte Woche schon ein bisschen bei uns dabei war. Nein, das geht aber mal gar nicht. Und Vanessa übernachtet im Zelt. Yeah. Ja. Der Boden ist ein Albtraum. Sehr gut, oder? Für ein Zelt geeignet. Heute sitzen wir mit 2 Personen und 3 Hunden in einem kleinen VW-Caddy. Heute ist schon Samstag, ich habe die Woche wirklich gar nicht viel gefilmt. Ja, es war wirklich viel los, aber ich musste mich mehr so auf meine Hunde konzentrieren und ein bisschen mehr Hundetraining machen, weil der kleine Hund doch etwas Korrektur benötigt. Ja, etwas viel. Ja, damit sind wir jetzt beschäftigt. Wir brauchen Vorräte und fahren jetzt mal los. Es ist wieder mal ganz früh am Morgen. Wir machen eine kleine Hunderunde in der Umgebung. Hier oben hat man immer diesen schönen Ausblick. Da unten ist mein Haus. Das habe ich gefunden. Das kaufe ich jetzt. Wir befinden uns auf der morgendlichen Hunderunde und gerade eben haben wir auch Delfine gesehen, aber ich hätte es nicht filmen können, das war zu klein, also für die GoPro. Auf dem Bild hätte man nichts gesehen, aber richtig schön, war ein richtig großer Schwarm. Und die tauchen hier schon mal morgens auf, fressen und man sieht sie nur in den Morgenstunden. Ah, es war richtig schön. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu einem kleinen Strand, der nur über solche Wege hier zu erreichen ist. Und ich bin gespannt, ob wir ihn finden. Ja, hier haben wir ein Mini-Lost Place, ein neues Haus. Ja, jetzt ziehe ich ein. Einzige wird schwierig, hier das Wasser und die Verpflegung hochzubringen. Aber schon mal ein guter, solider Anfang zum Ausbau. Es ist Samstag und wir sind auf dem Weg in die nächste Stadt, wo ich die Vanessa absetzen werde, die von da aus weiterwandern wird. Ja. Wir sind wieder raus aus der Stadt, sehr gut, alle Einkäufe erledigt. Und jetzt haben wir die Vanessa noch ein bisschen hierhin gebracht, wo ihre Reise weitergehen wird. Auch hier wieder ein traumhafter Ausblick übers Meer. ist wirklich wunderschön. An jeder Ecke, wo man hält. Hm? Zum Abschied noch einmal Raubtierfütterung. Mhm. 17? 17. Hey, Piranha. Bye bye Stefan. Bye bye Vanessa. Viel Erfolg. Ich wünsche dir alles Gute. Lass dich nicht ärgern. Ach Quatsch, ich ärgere die Leute. Da geht sie dahin. Und schon neigt sich das Video dem Ende. Es tut mir leid, es ist wieder ein bisschen kürzer geworden. Die Sache ist aber so, wie ich es vorher schon erwähnt habe, ich habe momentan viel zu tun mit meinen beiden Hündinnen, besonders mit Atari, sie ein bisschen zu korrigieren. Das war in Deutschland nicht so leicht wie hier und wir machen riesige Fortschritte und es sind auch viele Leute hier, die uns mal besuchen kommen oder vorbeikommen. Man quatscht, da kann man nicht einfach so die Kamera raushalten. Muss ich mich auch erst wieder dran gewöhnen. Ich hoffe, die nächsten Videos werden ein bisschen länger werden. Ich werde auch ein bisschen den Content ändern. Aber wie, das weiß ich noch nicht genau, aber lasst euch einfach überraschen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Like, einen Kommentar oder abonniert den Kanal. In diesem Sinne, bis bald.